Egal ob Entspannung, Fitness oder Gymnastik, Sport im Park nennt sich das beliebte Bewegungsförderungsprogramm der Hauptstadt. Hier kann jenseits von überfüllten Sportstudios täglich in der Natur trainiert und geschwitzt werden. Besonders am Sport im Park ist einfach, dass hier Leute ohne einen finanziellen Zwang und ohne den Druck, jedes Mal herzukommen, wirklich frei Sport machen können. In den Sommermonaten bietet der TSV Berlin-Wittenau in Kooperation mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zahlreiche Gesundheits- und Fitnessprogramme an. Die Kurse werden von qualifizierten Übungsleitern geleitet, die die Teilnehmer, Teilnehmerinnen motivieren. Zum Beispiel finden die Aktivitäten des Reinickendorfer Sportvereins im Steinbergpark, Kienhorstpark sowie Triftpark statt. Auch auf der Wiese am Rathaus Reinickendorf und im Vereinsgelände in der Königshorster Straße können sich die Teilnehmer, Teilnehmerinnen kräftig auspowern. Im Leben, im Arbeitsbereich, da war ich richtiges wütendes Arbeitstier gewesen. Und als ich in den Ruhestand mit 65 kam, da bin ich abgestürzt. Und Sport, das hat mich wieder aufrappeln lassen. Wer an einem Samstag gern früh aufsteht, um Sport zu treiben, kommt beim Crosstraining Light definitiv auf seine Kosten. Für Frühaufsteher wird dies wöchentlich im Triftpark unter der Leitung von Martin angeboten. CrossFit soll ja also viele Übungen kreuzen, das heißt also ganzheitlich den Körper betrachten. Und das ist mir das Wichtigste, dass meine Teilnehmer ganzheitlich trainiert werden. Neben traditionellen Fitnessübungen gibt es auch Entspannungsangebote wie Qigong für die Verbesserung der Kondition, der Bewegung oder speziell der Stärkung des Rückens. Gerade für den TSV Berlin-Wittenau ist das Training unter freiem Himmel eine willkommene Werbung für eigene Aktivitäten nach der schwierigen Corona-Zeit. Auch für die Teilnehmer, Teilnehmerinnen kommt das Konzept wie gerufen, um nach der Pandemie wieder in Bewegung zu kommen und vom anstrengenden Arbeitsalltag abzuschalten. Man kann dann halt mit Personen, die man noch nicht kennt, auch einfach so zusammen Sport machen, ohne dass man jetzt im gleichen Verein sein muss. Ja, und es ist draußen schön. Vor allem Qigong macht draußen doch deutlich mehr Freude als in einem geschlossenen Raum. Dementsprechend ist es ganz entscheidend, dass der TSV Berlin-Wittenau als Berliner Sportverein ein Zeichen setzt, die Menschen in die Natur bringt und den gesundheitlichen Faktor fördert. Schließlich ist der Hype des Bewegungsförderungsprogramms aufgrund der Pandemie deutlich gestiegen. Blickt man beispielsweise auf die Anfangszeiten zurück, bei denen meist nur 3 Teilnehmer anwesend waren, sind heute bei vielen Kursen des TSV Berlin-Wittenau über 70 Sportbegeisterte dabei. Seit 5 Jahren habe ich immer wieder eine Kerngruppe, die sofort wieder da ist, wenn es heißt, das Angebot ist da. Sport im Park ist ein Angebot für jeder Mann und jede Frau. Wer Lust hat, mitzumachen, ist herzlich eingeladen. Schließlich sind die Gesundheits- und Fitnessprogramme kostenlos, flexibel und unverbindlich. Also rein in die Sportkleidung und ab an die frische Luft.